Hallo Freunde der high-fidelen Musik. Viele Boxenbauer fragen sich, ob man zwei Lautsprecherchassis in einem Gehäuse parallel oder in Reihe schalten kann. Ich habe das mal hier gemacht. Die beiden mittleren Kurven sind die beiden Chassis, beide verschieden in der Nennimpedanz und in der Frequenz, der Resonanzfrequenz. Man sieht, dass nur die Parallelschaltung, das ist die untere Kurve, ein vernünftiges Ergebnis ergibt. Die obere Kurve ist die Reihenschaltung. Es gibt noch einen speziellen Effekt, wenn wir die beiden Magneten mit einer Metallplatte verbinden, die so breit ist wie der Durchmesser der Magneten, dann ergibt sich eine Verringerung der Impedanz im Bereich der Resonanzfrequenz. Fragt mich aber bitte nicht, warum das so ist.